Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Wer wirklich schon eine funktionstüchtige Jacke haben möchte von einer Firma, die sich hauptsächlich mit Jacken beschäftigt. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, lange hat es gedauert, aber finally ist es soweit. Jetzt kommt ein Moment. Wie einige von euch mitbekommen haben, waren wir ja erst letzten Sonntag shoppen auf Farfetch und haben uns da einige tolle Jacken herausgesucht. Da mir aber bewusst ist, dass nicht jeder von euch die Möglichkeit bzw. auch die Lust hat, 750 Euro für eine Jacke auszugeben oder vielleicht sogar mehr, habe ich mit diesem Video Jacken von 100 bis 400 Euro herausgesucht. Die gute Alternativen, zumindest was das Design betrifft, was Qualität betrifft, ist natürlich immer wieder eine andere Frage. Also wer jetzt um 90 Euro sich eine Jacke kauft, darf sich nicht beschweren, wenn die nicht ganz so warm hält wie jetzt eine, keine Ahnung, 450 Euro der North Face Jacke. Trotzdem, rein designtechnisch gute Jacken herausgesucht. Die werden wir uns heute alle gemeinsam ansehen. Freunde, aber vorher nicht vergessen, braucht natürlich im Winter nicht nur Jacken, sondern auch ordentliche Shirts und Hoodies. Gott sei Dank dauert es jetzt nur mehr 3 bis 4 Wochen und dann ist es soweit. Meine neue Kollektion von M&M erscheint, Liberty and Justice. Also schaut auf alle Fälle am ersten Link in der Infobox vorbei. Schaut euch an, welches Design euch am besten gefällt und seid dann beim offiziellen Release schnell. Holt euch die Informationen, was ich natürlich wie immer sagen kann, Freunde. Und diesmal sage ich es nochmal mit Ausdruck. Wir liefern eine ganz andere Qualität als die meisten deutschen Streetstyle-Marken, die euch vielleicht geläufig sind. Wir sind im High-Fashion-Bereich unterwegs und dementsprechend kann man sich auch diese Qualität erwarten. Gerne diejenigen, die schon Erfahrung mit M&M gemacht haben, ihren Senf, ihr Feedback in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr schon mal etwas vergleichen, Freunde. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Eins noch vorweg, die Jacken, die ich gekauft habe, seht ihr natürlich dann auch auf Instagram verlinkt, wie ich einzelne Dinge kombiniere. Jetzt starten wir aber direkt rein mit der ersten Jacke. Ich würde sagen, wir gehen vom Preissegment aufsteigend und starten direkt bei unter 100 Euro, liebe Leute. Und da war ich bei Weekday unterwegs und habe mir folgende Jacke, ich habe sie schon in einem Unboxing gezeigt, eine Puffer Jacket von Weekday in so einer Lederoptik, wie man hier sehen kann. Die fittet mir, wenn ich es anziehe, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Glaube auch, dass die ganz gut warm hält. Mit der bin ich mega zufrieden. Die hat 90 Euro gekostet. Und die hält, glaube ich, auch gut warm. Kann man sich auf alle Fälle mal holen. Bei 90 Euro ist nichts verhaut. Die findet ihr hier auf Weekday. Ich habe dann aber allerdings noch etwas weiter gestöbert, weil ich weiß, viele von euch mögen vielleicht diese Lederoptik nicht. Und habe noch diese Cole Jacket hier gefunden. Die ist vom Schnitt her ganz genauso, nur eben nicht in Lederoptik, sondern mit einer ganz normalen schlichten Nylonstoff. Dann habe ich noch eine gefunden, die ich ganz cool finde, weil ich einfach diesen Glanzlook sehr, sehr mag. Die kostet ebenfalls nur 90 Euro und gibt es, glaube ich, in unterschiedlichen Farbtönen. Am besten auf Weekday einfach mal nachschauen. Für 90 Euro muss ich sagen, ist die Qualität sehr, sehr gut. Also ich habe viel weniger erwartet, bin positiv überrascht worden. Einige von euch, so wie ich natürlich auch, sind ein absoluter Fan von meiner Versace-Jacke. Die habe ich mir auf Farfetch geholt für 750 Euro. Die finde ich absolut Bombe. Ich bin mega zufrieden mit der. Obwohl die nicht ganz so dick ist wie die Jacke, die ich von Weekday geholt habe, glaube ich auch, dass die gut warm hält. Ist nicht allzu lang, aber das ist in Ordnung. Also von der mega begeistert. Aber 750 Euro ist natürlich schon ein Preis. Und dementsprechend habe ich ewig lange herumgesucht und bin dann fündig geworden im Internet. Für 91 Euro gibt es diese Bandana Down Jacket. Ich kann euch natürlich nichts zur Qualität sagen. Rein optisch habe ich nur nachgesehen, was da für eine Alternative geben würde. Und zwar heißt die Marke V-Dope. Wie gesagt, zur Qualität kann ich nichts sagen, aber rein optisch sieht die meiner schon sehr, sehr ähnlich. Und wer sagt, er würde gerne diesen Paisley-Trend verfolgen mit einer Puffer Jacket auch, dann ist das, glaube ich, auch die richtige Variante. Das war jetzt auch schon die letzte Jacke in diesem Segment. Es gibt natürlich viele andere Marken auch noch, die günstige Jacken einem vorschlagen. Hier geht es aber rein um die Jacken, die ich ganz nice finde, die ich so gefunden habe. Deswegen würde ich auch direkt weitergehen, weil was mir aufgefallen ist, dass eine Jacke bei einem Posting, was ich auf Instagram gemacht habe, sehr gefeiert wurde von den Leuten. Und zwar eine sogenannte Shirling Jacket. Das ist diese hier. Wir haben hier so eine Rauleder-Optik, dann quasi so eine Fellandeutung, ist natürlich alles kein Echtpelz und auch kein echtes Leder, denke ich mal. Aber so zum Überwerfen ganz nice. Ebenfalls alle Jacken sind in einem Large, da hätte ich aber sicher noch ein X-Large auch vertragen. Die haben einige von euch sehr gefeiert. Da musste ich wirklich ewig lang suchen, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich die her hatte. Hab's aber dann trotzdem noch gefunden. Und zwar ist das eine Shirling Jacket. Hier haben wir sie um 160 Dollar von Your Cool Wear, heißt die Marke. Findet ihr auf yourcoolwear.com. Die haben auch noch andere Jacken, wie wir hier sehen. Also in so einem beige-braunton, dann auch so
ja, Shirling Jackets, die so schon so ein bisschen in einen Teddy-Style hineingehen, auch so ein bisschen in diesem Pelz-Look mit diesem Fuchsfell, aber ja, der Rest, also das schaut aus wie eine Senftube, von dem her furchtbar, da ist noch die am nicesten. $160 kostet die, geht rauf bis 180, also das eine Alternative im mittleren Preissegment. Wenn man sich das nämlich auf Farfetch ansieht, zahlt man für so eine Jacke schon 2.500 €. Ist dann natürlich alles Echtpelz und Echtfell. Aber ja, nicht mein Fall, Leute. Günstige Alternative hier. Jetzt springen wir ins nächste Preissegment und da fällt mir auf, dass ich eins vergessen habe. Ach, einige, denen die Marke Ask Yourself ein Begriff ist, haben auch schon festgestellt, dass die Puffer Jacket von Peso dem Vormodell von Ask Yourself sehr, sehr ähnlich sieht. Sie haben jetzt aber eine neue Ausgabe ihrer Jacke. Aha, die müsste ich halt finden auch. Ah, kommt die erst oder was? Dann gehe ich einmal kurz auf Instagram. Ah, Freunde, auf Instagram natürlich folgen, ganz klar. Ha, wo ist denn die? Na, gut, ich musste jetzt auf Google nachsehen, ich habe es nicht gefunden, aber das ist diese hier mit einer ganz eigenen Waschung in so einem Grün, finde ich wirklich wunderschön. Gibt es auch so nicht mehr anscheinend, also kann man dann nur mehr auf Grailed nochmal nachkaufen. Sehr, sehr schöne Jacke, müsste ich schauen, die geht für $370 weg, die finde ich wunderschön. Also diese Waschung ist einfach geistesgestört krank. Gibt es, glaube ich, auch in einem Grau und in so einem Schwarz. Also die kann ich nur schwerstens empfehlen, wenn ihr die noch irgendwo bekommt. Es gibt aber jetzt dann auch eine neue Version von Ask Yourself. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, da ist das Ganze nochmal etwas verändert. Auch eine Top-Top-Jacke. Eine weitere coole Jacke, die ich gefunden habe. Wie ihr wisst, mir gefällt dieses glänzende, wir sagen in Österreich Mistsackelmäßige, schon sehr gut. Da habe ich auf Rains, also rains.com, die sind bekannt für ihre Jacken, auch für Regenjacken und so weiter, habe ich diese hier gefunden. Die gibt es hier in so einem Braunton, gibt es aber auch in Schwarz. Also die finde ich ganz cool. Genauso wie dieser Anorak, der nur so ein Half-Zip ist, finde ich ganz nice. Also da auf jeden Fall mal reinschauen, wer wirklich schon eine funktionstüchtige Jacke haben möchte von einer Firma, die sich hauptsächlich mit Jacken beschäftigt. Auch eine sehr coole Jacke, die ich gefunden habe, auf Axel Arigato. Machen auch Jacken in diesem Stil, aber ich mag diese Aufschrift da nicht. Auch die eigentlich ganz in Ordnung, aber mir ist halt die ins Auge gestochen. In so einem Sandtan finde ich sehr, sehr schön. Gibt es für $480. Finde ich auch sehr, sehr nice. Und die letzte Jacke, liebe Leute, wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich eine Marke haben, die ihr kennt, die ihr feiert, die nicht, von der ich schon mal was gehört habt, da kann ich euch nur den Tipp geben. Mike Heaton, also einer der Chefs von Represent, hat vor kurzem eine Jacke gepostet, die soll bald available sein, noch im Jahr 2020. Ich kann preislich noch nicht sagen, wo die hingehen wird, aber ich nehme an, dass die nicht teurer als $500 sein wird. Die finde ich sehr, sehr schön und wer Represent kennt, weiß, dass er da auch bei der Qualität keine Abstriche machen muss. Das sind die Jacken, die ich herausgesucht habe. Sehr viele coole dabei, meiner Meinung nach. Vielleicht werde ich auch nochmal zuschlagen. Ich habe sicherheitshalber nochmal die Jacken unten in der Infobox verlinkt, liebe Freunde. Wenn es euch gut gefallen hat, wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Jacke euch am besten gefällt und gebt vielleicht noch Tipps ab, welche Jacke ihr jetzt gefunden habt, die vielleicht in diese Reihe da gut hineinpassen würde. Liebe Leute, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Nicht vergessen, bald der Drop meiner Modemarke MEM. Jacken sind noch Zukunftsmusik, das heißt, der Schuster bleibt bei deinen Leisten und wer unsere Hoodies und Shirts kennt, weiß, dass wir die sehr, sehr gut machen, also werden die zuerst verfeinert werden, bis wir uns dann an Jacken heranwagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir. Euer Maximilian.